Von Wevor, einem Online-Händler für Werkzeuge aller Art, habe ich eine elektrisch angetriebene Rohrreinigungsspirale erhalten. Geliefert wird die Maschine mit einer Spirale von 14,50 Meter Länge und verschiedenen Aufsätzen für Rohrdurchmesser von 20 bis 100 mm. Eine zweite, 4,50 Meter lange Spirale befindet sich in einer Trommel. Ebenfalls im Paket enthalten sind ein paar Arbeitshandschuhe und eine recht kurz gehaltene Bedienungsanleitung. Viele hochaufgelöste Fotos der Maschine und des Zubehörs gibt's auf der Webseite von How Open Is This Gadget. Werfen wir zunächst einen Blick ins Innenleben der Maschine. Die Kunststoffseitenteile sind mit jeweils 4 Schrauben befestigt und können mit einem Schraubendreher leicht entfernt werden. Die Rohrreinigungsmaschine besitzt einen stabilen Metallrahmen, an dem alle Komponenten gut verschraubt sind. Der robust wirkende Antriebsmotor besitzt eine elektrische Eingangsleistung von 250 Watt. Außer einem Kondensator und dem mechanischen Schalter sind keinerlei elektronische Komponenten verbaut, der Motor wird direkt per Netzspannung angetrieben. Die obere Welle ist hohl, durch diese wird die Metallspirale geführt und angetrieben. Über 2 Kunststoffscheiben und einen Zahnriemen erfolgt der Antrieb der Welle mit einer Untersetzung von 58 zu 16. Während an der Welle etwa 400 Umdrehungen pro Minute gemessen werden können, dreht der Motor entsprechend mit etwa 1400 Umdrehungen pro Minute. Im Leerlauf benötigt die Maschine eine elektrische Leistung von etwa 225 Watt, die auf dem Typschild angegebenen 250 Watt dürften unter Last erreicht werden. Über den Schalter oben am Rahmen kann der Motor eingeschaltet und dabei die Drehrichtung vorgegeben werden. Dieser Schalter ist ebenfalls sehr robust gebaut, was auch für die elektrischen Kontakte im Innern gilt. Robust ist auch die vollständig aus Metall bestehende Kupplung. Das zentrale Element besteht aus 3 Teilen mit konischen Enden. Die Einzelteile werden per Federspannung auseinandergedrückt, womit die zentrale Bohrung größer ist als der Durchmesser der Metallspirale. Diese Einheit befindet sich zwischen 2 Rohrstücken. Über den Kupplungshebel wird das rechte Rohrstück zur Kupplung bewegt, wodurch diese zusammengedrückt wird. Die Bohrung wird enger und greift nun die Metallspirale. Zu beachten ist, dass der Kupplungshebel normalerweise so befestigt ist, dass dieser nach unten gedrückt wird. Hier habe ich diesen um 180 Grad verdreht angebracht, um euch einen besseren Blick auf die Mechanik zu geben. Die Metallspirale wird von der Rückseite in das Gerät eingeführt. Die Trommel mit der dünnen, 4,50 Meter langen Spirale kann am hinteren Ende der Maschine befestigt werden. Somit tragt das hintere Ende der Metallspirale beim Betrieb nicht aus der Maschine heraus. Wird der Motor nun gestartet, so dreht sich die Trommel inklusive Spirale zunächst nicht mit. Erst mit der Betätigung des Hebels wird die Kupplung zusammengepresst und die Spirale samt Vorratsdose mitgedreht. Nach dem Lösen der Kupplung kann die Spirale wieder axial bewegt und somit heraus oder hinein bewegt werden. Am vorderen Ende der langen Spirale, die für größere Rohrdurchmesser als 20 mm geeignet ist, können verschiedene Werkzeuge befestigt werden. Diese müssen in die Nut eingeschoben werden, wobei der Sicherungssplint heruntergedrückt wird und das Werkzeug einrastet. Zum Lösen des Werkzeugs muss ein Dorn in die entsprechende Bohrung gesteckt werden, um den Sicherungssplint herunterzudrücken. Als Demonstration fülle ich ein 75 mm durchmessendes Rohrstück mit Erde.
Die simulierte Verstopfung befindet sich am hinteren Ende des Testaufbaus, der aus drei geraden Teilstücken und zwei 45-Grad-Bögen besteht. Die Spirale arbeitet sich beim Betrieb in Vorwärtsrichtung automatisch in das Rohr hinein. Die lange Spirale ist in drei Teilstücke à 4,80 Meter unterteilt. Ein Teilstück muss vollständig von der Trommel abgerollt werden, da sich auch das hintere Ende mitdreht, sobald die Kupplung betätigt wird. Wie zu sehen, wird die in etwa 5,50 Meter Rohrtiefe gelegene Verstopfung von der Spirale problemlos durchbohrt und kann somit beseitigt werden. Wird der Motor auf Rückwärtsrichtung geschaltet, so kommt die Spirale wieder heraus. Viele Fotos der Maschine in hoher Auflösung und weitere Infos gibt's auf der Webseite von How Open Is This Gadget. In diesem Sinne, danke fürs Angucken und bis bald!